Warum klappt der Bunnyhop nicht? Einer der beliebtesten Bewegungsabläufe, so was angeht, was möchte ich unbedingt können? Und viele üben da sehr viel dran und ich möchte sagen, welche sind so die typischen Fehler, die dazu führen, dass man es nicht sauber lernt und wie kann man es dann auch machen, dass es wirklich klappt. Also Punkt 1, warum klappt der Bunnyhop nicht? Und das ist eigentlich in der Regel, meistens hat es was mit Gewohnheiten zu tun. Alte Gewohnheiten, sprich viele Biker und Bikerinnen haben sich am Anfang angewöhnt, beim Vorderrad anlupfen halt zu reißen, beim Hinterrad anlupfen, mit der Ferse das Hinterrad hochzuziehen. Und das haben die dann schon so oft wiederholt, als sie irgendwelche Schotterwege runtergefahren sind, über kleine Mulden drüber oder so, dass wenn sie jetzt den Bunnyhop üben, auch wenn sie es dann schon einzeln Stück für Stück ganz gut hinbekommen, mit Vorderrad hoch und Hinterrad hoch, aber dann doch beim Bunnyhop immer wieder anfangen zu reißen oder halt zu fersen und deswegen totale Probleme haben, eine saubere Bewegung, eine gute Höhe zu kriegen, weil die Gewohnheiten da reinspielen. Was können wir machen, um die alten Gewohnheiten wegzukriegen? Der Kopf möchte gerne immer das machen, was er schon lange kennt. Deswegen müsste man was Neues einprogrammieren, das immer wiederholen. Zum Beispiel das Vorderrad anlupfen, tief gehen, dann den Lenker wegschieben und erstmal das in Zeitlupe machen. Also langsam, die Arme strecken sich und dann anfangen, das auch mit Geschwindigkeit zu machen. Den Lenker wegschieben, die Arme strecken sich, der Körper kommt dahin, das Vorderrad wird angelupft. Das gleiche am Hinterrad. Man geht in Hocke, die Arme sind gerade und spannt die Füße ein, geht dann nach oben in der Zeitlupe und dann kann man das auch in einer schnellen Geschwindigkeit machen und wenn man dann richtig abspringt, nimmt man das Hinterrad mit und ja, das damit zusammen verbinden, kennt ihr aus den anderen Bunnyhop-Videos und an dem Stöckchen oder so und da geht es dann darum, wirklich Step by Step das zu machen und immer sauber wiederholen, damit man die alten Gewohnheiten wegbekommt und sich dabei filmen, das mal angucken, ob das klappt und dann könnt ihr die Gewohnheiten loswerden und Richtung Bunnyhop gehen. Eine ganz, ganz dynamische Bewegung, Vorderrad, Hinterrad. Beim ersten Punkt, die alten Gewohnheiten, die stören, um den Bunnyhop zu lernen, habe ich direkt schon mehrere Sachen gesagt, die häufigen Fehler, zum Beispiel das Reißen oder das Anfersen. Viele gucken auch nach unten, wenn sie eigentlich ein Hindernis da liegen haben und wenn sie da unten gucken, dann unterbrechen sie die Bunnyhop-Bewegung. Deswegen einzeln angehen und dann sich filmen. Der zweite Punkt, häufigste Fehler, ist im Grunde, dass natürlich viele direkt alles wollen. Das heißt, sie legen sich sofort ein Hindernis, einen dicken Stock oder sowas hin und wollen direkt sauber drüber springen und dann kriegen sie es nicht hin, weil der Stock lenkt sie zu sehr ab oder sie fallen wie in alte Gewohnheiten. Das heißt, warum klappt es nicht? Fangt erstmal an, Schritt für Schritt zu arbeiten und nicht direkt mit dem Hindernis irgendwie auf dem Waldweg, sondern sucht euch eine ebene Fläche und geht da mit Geduld daran, dass ihr wirklich auch wisst, das braucht ein bisschen Zeit, bis man das Neue einprogrammiert hat. Punkt 3. Beim Bunnyhop-Training ist es wichtig, ihr müsst euch Schienbeinschoner anziehen. Ich habe jetzt natürlich keine an, weil ich gerade hier unterwegs bin und ich habe den Bunnyhop schon vor 17 Jahren gelernt. Ja? Das heißt, ich hatte früher natürlich immer welche an beim Üben, weil man wird abrutschen von den Pedalen. Schienbeinschoner müsst ihr haben und jetzt das Zweite, was könnt ihr denn machen, damit ihr nicht abrutscht? Weil das ist natürlich auch mit Schonern unangenehm, weil ihr wollt ja eine saubere Bewegung haben. Und damit ihr es wirklich schafft, die Füße auf den Pedalen zu lassen, ist es wichtig, dass ihr eine Spannung aufbaut. Das heißt, wenn ihr erstmal als Einstiegsübung auf den Pedalen in der Grundposition steht, dann nehmt ihr mal die Fußspitzen nach unten und drückt mit der Fußsohle gegen die Pedalfläche. Das ist eine Bewegung im Sprunggelenk, ihr baut richtig Spannung auf. In dem Moment werdet ihr merken, da im Handballen, da am Daumen, am Lenker werdet ihr merken, da baut sich Druck auf, wenn ihr zwischen Lenker und Pedalen eingespannt seid. Übt das und dann, wenn ihr das Hinterrad mitnehmt, erstmal bei der Hinterradanlupfübung, wirklich konzentrieren, erst die Füße einspannen, dann abspringen und dann habt ihr das Problem auch in Zukunft nicht mehr. Ein vierter wichtiger Punkt, wenn es ums Bunnyhop-Lernen geht. Viele machen das natürlich durch den Job, durch Schule, Uni, was auch immer, dass sie wenig Zeit haben. Und dann sagen sie sich am Wochenende, wenn ich biken gehe, dann übe ich mal während der Tour, wo wir da in der Lichtung sind, ein bisschen Bunnyhop. Da werdet ihr nicht weiterkommen. Ihr müsst häufiger üben. Am besten jeden Tag, jeden zweiten Tag. Lieber 10 Minuten am Tag üben, Helm auf, Schoner an. Und dann etwas üben im am Parkplatz oder im Wendehammer vorm Haus. Und Wiederholungsfrequenz, das A und O, damit ihr das lernen könnt. Wie ich es eben schon gesagt habe, lasst euch dabei filmen, guckt euch das an. Und dann könnt ihr auch wirklich überprüfen, ob alles so läuft, wie ihr es wollt. Jetzt kommt Punkt 5, warum klappt der Bunnyhop nicht? Ja, kann ich euch die Antwort geben? Es liegt natürlich an eurem Bike nicht. Also es kommt immer die Frage, klappt das auch mit meinem 14 Kilo Hardtail? Ich fahre einen Fully Specialized hier und sowas auch immer. Liegt es daran, dass der Bunnyhop so klappt? Nein, es liegt nicht am Rad. Ihr könnt natürlich was daran machen. Ihr könnt mit einem kürzeren Vorbau, einem breiteren Lenker, Sattel natürlich absenken. Könnt ihr justieren, dass es besser klappt. Aber es klappt mit so gut wie jedem Bike. Schaut euch mal an, die Profis, die machen auch mit dem Damenrad irgendwelche krassen Tricks oder so. Daran liegt es nicht. Ganz wichtig, wenn ihr übt,
stellt euer Bike an und habt bitte Geduld. Das könnt ihr nicht in 2 Tagen lernen, sondern braucht einfach längere Zeit. Mein letzter Tipp, warum klappt der Bunnyhop nicht? Ich habe es gesagt, habt Geduld und ganz wichtig, macht es nicht mit der Brechstange. Das heißt, wenn ihr wirklich auch eure Tagesform ignoriert und ihr einfach immer übt, obwohl ihr total müde seid, dann werdet ihr Misserfolge haben, das bringt euch zurück. Tagesform beachten, Geduld haben. Ich möchte quasi jetzt hiermit den Abschluss machen. Bunnyhop, bleibt dran. Es geht nicht darum, um die ganz hohen Hindernisse, dass ihr das wie Danny McGaskill macht, sondern ihr sollt wirklich auch im Trail häufig kleine Bunnyhops können, weg vom Standardtop, wo man nur die beiden Räder hochreißt. Bleibt dabei und viel Spaß beim Üben. Anders angehend, ich sage, was sind denn so die häufigsten Fehler, die man so sieht, wenn man im Bikepark ist, wenn die Leute Drops springen oder auch nicht? Woran scheitert es und was sind die Fehler, wie kann man es dann optimieren? Einer der häufigsten Fehler, das kann zum Beispiel passieren, wenn man so ein bisschen Gruppendruck hat oder so, wenn man übermotiviert ist von YouTube Rampage-Videos, wo man einen Drop sieht. Das heißt, man sucht sich einen Drop und der ist schon relativ hoch oder relativ schwierig und man will den unbedingt machen. Das heißt, was fehlt, ist die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise. Also wenn ihr mal hier schaut, hier habe ich zum Beispiel einen Drop, hier ist die Kante, die Landung ist erst da hinten. So für einen Rampage-Teilnehmer wäre das noch nicht mal zum Aufwärmen genug. Aber jetzt für uns Normalbiker ist das schon eine heftige Nummer, weil man relativ weit fliegen muss, das Tempo richtig einschätzen muss. Recht schwieriger Drop. Das heißt, wenn ich den direkt machen würde, kann es sein, dass der Stress, den ich bekomme durch die blinde Anfahrt und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ich habe zu wenig Übung, dass mich das zu einer Verkrampfung führt und ich vielleicht das Timing verpasse oder einfach einen Sturz habe. Das heißt, man muss natürlich erstmal einen kleineren Drop nehmen, dann sich langsam steigern und das möchte ich euch hier mal zeigen. 1, 2, 3, dropping it. Yes, Landung getroffen. Wenn man jetzt die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise Step-by-Step herangeht, dann heißt es, man kann natürlich eine Kante suchen wie hier, die man erstmal abrollen kann, die wirklich fahrbar ist. Das kann man vorher prüfen, ob das Tretlager aufkommt oder nicht. Und dann kann man die erstmal abrollen, dass man ein Gefühl kriegt, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich der Auslauf an, die Anfahrt. Und dann geht man hin, das zu droppen, mehr Schwung, die Bremse vorher lösen und mit einer Drop-Technik, die man an Bord stellen kann, geübt hat, anwenden, damit man das sicher landen kann. Ein weiterer häufiger Fehler beim Droppen ist einfach, dass die Landung nicht sauber genug mit Arm und Beinen abgefedert wird. Das heißt, weil ja beim Droppen häufig die Arme etwas länger werden, wenn man Floater-Drop macht oder Manual Impulse, Blitz-Drop, und dass dann, wenn die Landung kommt, die Arme nicht genug gebeugt werden und wenn man dann gerade Arme, man landet, dann landet man fast mit dem Po auf dem Hinterrad und das ist unangenehm. Deswegen sollte man wirklich darauf achten, dass man die Stoßdämpfer, die Arme und die Beine gut nutzt, um geschmeidig zu landen und ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, Fehler Nummer 3, den ich jetzt hier in der Aufzählung habe, Top 5, der häufigsten Dropfehler wäre, das Timing ist irgendwie nicht ganz optimal. Das heißt, man landet einfach vielleicht zu frontlastig, mit dem Vorderrad zu stark, weil man zu spät war mit dem Impuls. Oder man hat einen zu starken Impuls gesetzt und man landet irgendwie hecklastig in der Landung, die schon schön bergab geht. Das heißt, das sind so Momente, die Erfahrung, die kann man ja mal machen. Wahrscheinlich passiert es mal und dann weiß man beim nächsten Mal, okay, ich brauche ein bisschen mehr Tempo oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Impuls. Das Timing muss immer optimiert werden. Das heißt, ein häufiger Dropfehler ist, einfach Timing verpasst, Grund meistens zu wenig Routine. Das heißt, man sollte an einem kleinen Drop wirklich häufig üben, bis man da ein gutes Gefühl hat für diesen Moment, wo das Vorderrad über die Kante geschoben wird und dadurch halt nicht absackt und man dann einfach sicher landen kann. Mit beiden Rädern gleichzeitig oder ein bisschen Heck oder ein bisschen frontlastig, das ist alles okay. Wenn zu frontlastig, zu hecklastig wird, dann ist es unangenehm. Die Top-Drop-Fehler. Nächstes Beispiel, das sehe ich im Bikepark oft. Viele haben sich angewöhnt, vielleicht früher vom Clicky-Fahren oder so, dass sie halt gemerkt haben, wenn sie an der Kante, damit das Vorderrad nicht absackt, einfach einen kleinen Standard-Hop machen, dass dieses beide Räder gleichzeitig in die Luft ziehen, dass das auch eine sichere Bank ist, dass man dann nicht absackt mit dem Vorderrad. Und diese Gewohnheit, wenn die zu dominant ist, das heißt an jedem Drop, den man macht, anstatt vielleicht mal eine saubere Floater-Technik, das Rad so ein bisschen unter sich nach vorne gleiten lassen, zu machen, oder vielleicht einen Blitzdrop, eine schnelle blitzartige Bewegung, um dann Manual Impulse, um das Absacken zu verhindern, wird dann immer dieser Standard-Hop gemacht und da brauchst du immer sehr viel Speed, um überhaupt in die Landung zu kommen. Oft ist das eine Kombination, dass sie auch dann ein bisschen reißen, also die Arme dann so ein bisschen gebeugt werden, weil es so gerissen wird, ja, und da hat man schnell das Problem, dass man so ein bisschen Seitlage kriegt, weil muskuläre Disbalancen, habt ihr bestimmt mal erlebt in dem Absprung, dass man direkt schräg kommt oder so, ein bisschen schief. Deswegen ist dieser Standard-Hop ist jetzt nicht generell tabu,
Ich würde ihn aber nicht als Standard für die Drop-Technik machen. Da geht man hin an jeder Bordsteinkante oder an der Bushaltestelle, wo die was höher ist, die Techniken einzuüben mit dem Floater-Drop, Vorderrad nach vorne schieben über den Lenker oder halt Manual Impulse, halt sehr blitzartig, dass man da auch bei langsamem Tempo sicher ist. Top 5 der Drop-Fehler, der letzte Punkt, und das nicht zu unterschätzen ist halt oft das Material. Das heißt, wenn man weiß, man fährt im Bikepark, wo es halt viele Drops gibt, oder man hat vielleicht zu Hause irgendwie einen Drop sich gebaut oder einen gefunden, wo man sagt, den möchte man jetzt in Angriff nehmen, da muss man auch die Federung dementsprechend einstellen. Es gibt mehrere Probleme, zum Beispiel häufig, wenn die Zugstufe zu schnell ist, das heißt, dass die Ausfedergeschwindigkeit zu sehr ein rausbounce wie so ein Flummi, dann ist das in Droplandungen sehr unangenehm. Dann hat man das, kennt ihr vielleicht von Bender früher, der manchmal in Videos wirklich in jeder Landung fast richtig rausgeschossen wurde. Also muss man das über den Rotnebel langsamer drehen, kann man ein bisschen testen und lieber am Anfang ein bisschen zu langsam und dann kann man immer noch wieder rantasten, dass auf jeden Fall die Zugstufe drop geeignet eingestellt ist und man nicht immer diesen zweiten Bouncer aus der Landung hat. Natürlich ist es so, wenn man sein Fahrwerk eher auf seine heimischen Trails eingestellt hat und man so, wie ich selber zum Beispiel auch, eher so ein softes, plutschiges Ansprechverhalten der Federung bevorzugt, da kann es sein, dass die Feder zu weich ist einfach oder dass zu wenig vorgespannt die Feder oder einfach zu wenig Luftdruck. Das heißt, dieses Ansprechverhalten, was uns in unseren normalen Trails sehr angenehm war, wird dann im Bikepark oder bei gezielten Drops einfach zu weich. Die Federgabel, der Dämpfer rauschen durch den Federweg und man schlägt durch, man hört so ein metallisches Knallen. Wenn man das häufiger hat, sollte man auf jeden Fall an das Bikepark, an das Droppen fahren, auf jeden Fall anpassen und die Federung härter fahren, als man es vielleicht sonst gewohnt ist. Ihr wisst, Fahrwerkseinstellung, da kann man eine Wissenschaft draus machen, gerade bei diesen ganzen Einstellmöglichkeiten, hier noch Highspeed, Lowstufe, da zwei Klicks, hier zwei Klicks, will ich jetzt gar nicht so da in die Materie rein. Ich kann nicht nur sagen, fürs Droppen ist sehr angenehm, wenn man ein harmonisches Fahrwerk hat. Das heißt, habe ich oft mal bei Kursteilnehmern auch schon gemerkt, wenn die Federgabel viel härter als der Dämpfer ist oder von der Dämpfung ganz anders eingestellt ist, viel langsamer oder schneller, ist unangenehm, wenn die Disharmonie in der Federung einfach so stark ist. Deswegen sollte man auf ein harmonisches Fahrwerk achten und dann hat man auf jeden Fall auch beim Droppen die besseren Karten. Das waren meine Tipps, die häufigsten Dropfehler. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr, die vorkommen. Mir geht es darum, dass ihr jetzt erstmal wisst, wie könnt ihr jetzt korrigieren, saubere Droptechnik lernen. Ich verlinke euch nochmal das Video zum Droppen, einmal im Bikepark und einmal hier im natürlichen Drop. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.